Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Man sieht es vielleicht schon, Birgit Doll ist heute mein Gast. Ich freue mich ganz besonders, denn, liebe Birgit, dich habe ich auch im Internet kennengelernt. Bei YouTube, ne, haben wir uns kennengelernt. Genau so ist es, liebe Nitya. Herzlich willkommen auch von hier aus Tirol nach Fuerteventura. Teneriffa. Teneriffa. Oh, egal, ist eh alles das Gleiche. Na, nicht wirklich, aber egal. Genau, ich habe deine Videos gesehen bei YouTube und das, was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist, dass du das alles so aus einer sehr menschlichen Perspektive, also aus der Perspektive des Beobachters, des Entdeckers erzählst, das, was bei dir so passiert. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, in diese Richtung zu recherchieren? Das ist eine gute Frage. Also mein Naturell ist neugierig sein, ein sehr gerechter Mensch schon als Kind. Und ich bin in der DDR groß geworden, habe von all diesen Dingen, die ich dann in einigen Videos recherchiert habe, Staatssicherheit und, wirklich nicht so viel gespürt. Mein Vater selbst als Kommunist glaubte an eine gute Sache. Und dieses Indoktrinierte, was ich schon als Kind gespürt habe, dass da was nicht in Ordnung war, eine Christin als Mutter, einen Vater als Kommunist und dazwischen irgendwo meine Märchenwelt. Und diese Märchen haben mich letztendlich veranlasst, an das Gute zu glauben. Es war, wenn du so willst, meine Sicherheit in all den vielen Jahrzehnten. Ich bin jetzt in meinem 63. Lebensjahr. Und 2013 rief ein Freund aus Rostock mich an. Ich bin in Mecklenburg geboren. Willst du nicht mit eine neue Partei gründen? Christoph Hörstel, Neue Mitte. Ja, why not? Mit meinem Mann zusammen waren wir im Vorstand in Hamburg. So fing alles an. Ja, und nach einem Vierteljahr merkte ich, habe ich das Buch bekommen in die Hände, die BRD-Lüge, dann ist das ja so, dass du Step by Step ein Stück weiter in den Kaninchenbau reinkrabbelst und siehe da, ich bin dann auf das Handelsrecht, auf das UCC, auf diese Staatssimulation gestoßen, in der eigentlich alle Tüdelchenstaaten stecken. So, und dann wohl dachte ich, die Lösung ist das Grundgesetz und bin dann irgendwo bei Staatenlos Info gelandet. Bin dort in eine Gruppe rein. Bis heute sind da mit mehreren auch noch Freundschaften. Ja, es gibt keine Zufälle. Es fällt mir dann zu. Dann geht's weiter. Das war denn der, wie hieß der denn noch? Bei den Preußen ging's dann weiter und irgendwie mit 14 kurz beschäftigt. Aber es war alles nur ein Versuch, wirklich aus der Matrix BRD rauszukommen. Ja. Ich bin froh, dass das heute jetzt alles so ist, wie es ist. Also, Also 2013 quasi, also wenn ich mal überlege, 2013, da habe ich nicht mehr mit Puppen gespielt, aber da habe ich von Tuten und Blasen wirklich überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Das ist einfach so. Nun war das ja in einer Zeit, wo viele Menschen noch nicht erwacht waren. Wie war das denn für dich, in so einem Umfeld zu leben? Schwierig. Also es ging so weit, dass meine Familie sich komplett von mir distanziert hat. Mein Mann wollte sich dann trennen, weil ich ja immer weiter in den Kaninchenbau rein bin. Ich stand ein Vierteljahr vorm Reichstag mit einem riesen Megafon. Daran siehst du, dass ich angstfrei bin. Faschisten raus aus dem Reichstag und entschuldige bitte, ich muss mal kurz trinken. Alles gut. Ja, und damals war Harp, war Chemtrails, war Kinderklau, Jugendamt. Ich habe Menschen kennengelernt, denen sie die Kinder weggenommen haben. Ja, Silvia Peutinger hat mir ihre Geschichte erzählt. Ich habe zusammen geweint mit ihr, 4 Kinder. Das sind so schlimme Geschichten. Nina Hagen war zu der Zeit in mein Leben getreten, per Telefon über Ilona Haselbauer, Forensische Klinik, Taufkirchen. All diese Dinge haben mein kleines Feenherz extrem betrübt, betränt und ich konnte nächtelang nicht schlafen. Ich war ein Revoluzer. Ich bin um 4 morgens aufgestanden und habe bei den Wahlen in Hamburg morgens um 4 mit einem schwarzen Edding Frau Merkel einen Hitlerbart gemalt. Ja, und habe die BRD-Lüge dran geschrieben. Jetzt wissen Sie, wer das war. Also es hat nur nicht viel genützt. Ja. Es war wirklich sehr schwer. Es hat wirklich an der Kraft gezerrt. Und wenn du das spürst, liebe Nitya, dass du mit Flyern über Chemtrails Menschen aufklären möchtest, weil es sind ihre Kinder und da geht eine Frau mit dem Kinderwagen an dir vorbei, völlig ignorant, ja, völlig
desinteressiert in Hamburg, jeden Montag auf der Mahnwache 2013/14 in Bremen, in Rostock gesprochen. Und es war so ein kleiner Kreis. Und deswegen freut mich das 7 Jahre später, dass der Hamburger Rathausmarkt jetzt nicht 200 Menschen sind, sondern die Bandbreite war damals da, hat ordentlich gerockt und es waren nur sehr wenige. Und da habe ich das erste Mal auch über Soros gesprochen, über die Jagden in den Wäldern Belgiens, wo sie die Kinder nackt gejagt haben, die Jungs, und sie einfach erlebt haben. Also das, was man mit Tieren macht, das macht man auch mit Menschen. Das ist etwas, was also mich so zutiefst erschüttert hat. Und seitdem lässt es mich nicht los, ja. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwer war. Also ich erlebe das ja erst also im medizinischen Bereich natürlich in den letzten Jahren, aber gerade in dem politischen Bereich, sagen wir mal so das letzte Jahr so extrem, und habe natürlich auch viele Freunde verloren und also sehr, sehr schwierig. Heute ist es ein bisschen einfacher geworden, glaube ich, weil mehr Menschen aufgewacht sind. Bei dir kam dann irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ich hole jetzt mein Handy raus und fange jetzt an, YouTube zu machen. Was waren da deine Inspirationen? Meine Inspiration ist, mich mitteilen zu wollen, etwas geben zu wollen aus meinem Innersten, der Wahrheit, mich verpflichtend, dem Menschen ein Beitrag zu sein. Das war die Intention. Ich bin Mutter von 2 erwachsenen Töchtern, habe 2 Enkelkinder und ich möchte wirklich einen Unterschied machen und mit vielen anderen Investigativen. Und die Sprache ist schon immer eine meiner Geschenke gewesen, auch im Schreiben. Ich schreibe auch Märchen und Geschichten und da habe ich mir gedacht, dann machst du erst mal ein paar kleine Videos, dass die so große Resonanz gefunden haben. Das freut mich sehr. Was mir auffällt bei deinen Videos ist, dass du eine extreme Recherchearbeit leistest. Also wenn ich deine Videos mir anschaue, was ich natürlich mache, muss ich mich einfach echt auch hinsetzen und so ausschalten, weil ich muss dem irgendwie alles folgen können, ne? Also diese ganzen, du buddelst ja alles raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du recherchierst über ein Thema, dass du sehr, sehr lange da unterwegs bist. Wie gehst denn du da vor? Weil das sind Informationen, da klingeln mir die Ohren, wenn ich das höre, ne? Ja, ich bin Jungfrau, Zeichen, Sternzeichen, und habe so eine Gabe, Dinge alles aufzurollen, aufzudröseln und sie dann wieder zusammenzufügen, dass Menschen das vielleicht auch abstrahieren können, verstehen können. Darum geht es mir. Ich bin auch schon seit 20 Jahren als Gesundheitscoach unterwegs. Wissen ist Macht. Manche denken, nichts wissen macht nichts, denke ich aber nicht. Weil dadurch können wir die Punkte verbinden, wie Sunny es so schön immer sagt, in seinem Kanal, verbinde die Punkte. Darum geht es, um Erkennen. Ja. Diese Recherche ist erleichtert worden, weil Google freigeschaltet ist. Das wäre sonst gar nicht möglich. Und auch auf Wikipedia findet man sehr, sehr viele Inhalte und mit dem eigenen Geist verknüpfen und mit dem Herzen. Du hast unfassbar viel Aufklärungsarbeit geleistet, gerade wenn es um Politiker geht, und hast wirklich die Familienstruktur aufzeigen können, den ganzen Weg, die ganzen Verbindungen miteinander. Das war sehr faszinierend. Es muss für dich ja auch nicht einfach gewesen sein, wenn du das alles siehst, nicht aus der Haut zu fahren und am liebsten dahin zu fahren und Ja, wie du schon am Anfang das Wort gesagt hast, Beobachter. Also sobald ich in diese Energie dieser Kindermörder reingehe oder als das mit den Dams war, als sie die Kinder gerettet haben, als ich die Bilder gesehen habe in Denver. Ich war voriges Jahr in Denver mit der Firma auf dem Flughafen. Ich habe diesen Baphomet dort gesehen. Ich habe mir das angeschaut und dachte, huch, ist ja gruselig, gruselige Energie auch. Bin auch so ein sehr spüriger Mensch. Aber das da unter der Erde. Ja, also krasse Riesenstädte sind, die sie mit Riesenturbinen, mit Hochbeschleunigung gebaut haben. So riesig groß, auch in Deutschland. Das war mir so im Detail noch nicht so klar. Und da kommen dann immer so, wow, oh mein Gott. Und ja, und was dieser amerikanische Veteran dann erzählt hat, wie die Kämpfe dort stattfinden, dass wir es also hier mit mehreren Gegnern zu tun haben.
Also auch zu Roosevelt-Zeiten immer schon, ne, Area 51 mit den Grauen. Und das dann immer so als spooky abgetan wird. Ich war beim Vortrag bei Shirley MacLaine, das ist schon eine Weile her, mit meiner Freundin in Hamburg, wo ich ja auch gelebt habe nach dem Mauerfall. Ja, und da sprach sie über ihren Freund Edward Mitchell, der ja Astronom auch war, Astronaut, genau. Und er sprach auch von diesen Außerirdischen und selber, ja, sich der Wahrheit verpflichtet. Und da steht die Hälfte der Zuhörer auf und geht raus aus der Leishalle. Ja. Ja. Weil sie, es macht ihnen Angst. Alles, was sie nicht kennen, macht ihnen Angst. Dass diese Grauen sowohl gute dabei sind, aber auch welche, die den Pakt mit den Reptiloiden eingegangen sind. Das ist natürlich etwas, was ganz weit weg ist von den Menschen. Dass sie sich never ever vorstellen können, dass hier neben uns noch andere Spezies auch leben und uns sogar beherrschen. Die sich ja. Herrscherrasse hier auch sehen. Ne? Und das erstmal zu verarbeiten als Otto Normalo, das braucht natürlich ein Open Mind, den viele Menschen gar nicht haben können, weil sie durchgeimpft sind, weil sie einfach voll dicht sind, ihr drittes Auge quasi zu ist, dass sie das gar nicht fühlen oder erahnen können. Ja. Das war ja auch grundsätzlich das Ziel, dass man uns genau in diese Richtung haben wollte, dass wir also nicht an Außerirdische denken, glauben, dass wir eigentlich von nichts eine Ahnung haben. Im Prinzip kann man ja all das, was schlecht gemacht wird, einfach umdrehen und mal prüfen, ob das vielleicht etwas ist, was sogar gut ist. Also was sie prinzipiell machen, diese, sage ich mal, Erleuchteten, wie sie sich sehen, prinzipiell... Ja. Leben wir in einer dualen Welt des Lichts und des Dunkels und sie haben sich ganz eindeutig dem Dunklen verschrieben, Baphomet, der Antichrist und diese beiden Pole sind da. Wenn wir dann die spirituelle Welt hören, alles ist eins, ich möchte mit diesem Dunklen nichts zu tun haben, ganz klar. Ja? Klar. Und sie haben sich auch ganz gewollt so entschieden, die Archonten, diese archontische Energie hier runterzubringen. Und wir, die Menschen, deswegen we the people, wir sind jetzt genau aufgefordert, genau hinzuschauen und zu wählen. Und ich habe nicht umsonst über Märchen gesprochen, das kalte Herz, du erinnerst dich an eines meiner Videos, wo es wirklich darum geht, auch jetzt zu dieser Stunde, wem diene ich? Diene ich meinem Gewissen, meiner Verantwortung für mich und mein Volk und meine Familie und den Werten, denen ich mich als Mensch verpflichte? Oder bin ich ein Gehaltsempfänger oder eine Marionette des mich Regierenden, an deren Fäden ich hänge, so wie es John Swinton 1900 schon als Herausgeber der New York Times über die Journalisten gesagt hat. Er selbst sagt, wir sind die Marionetten des Finanzkapitals. Wir hängen an ihren Strippen, genau, weil wir deren Brot essen. Ja? Und da muss doch jeder diese Remonstrationspflicht, so wie sie auch für die Soldaten, für die Polizisten gilt, für jeden von uns. Ja? Diese Möglichkeit zu sagen, Moment mal, stopp, da mache ich nicht mit. Genau, das Wissen ist Macht und das heißt, wenn wir hinschauen und ja, mitkriegen, was um uns rum ist, das ist unsere Chance, quasi etwas auch zu verändern. So ist das. Und wir dürfen uns dabei im Spiegel in die Augen schauen und auch später fragen, wenn unsere Kinder und Kindeskinder uns fragen, was habt ihr getan? Richtig, ganz, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Du recherchierst gerade über ein ganz spannendes Thema. Hast du Lust, schon mal vorab so ein bisschen was zu erzählen oder ist noch zu frisch? Ich habe viele Themen, die ich noch nicht veröffentlicht habe, wo es um die Vergangenheit natürlich geht. Nur, weißt du, Nitya, viele sagen, wieso bist du in der Vergangenheit? Ich mag nicht diese fürchterlichen Nachrichten. Es reicht, wenn es Tageskorrektur gibt, es reicht, wenn es Sunny mit verbindet, die Punkte gibt und viele, viele andere Kanäle, die diese News zusammentragen, die natürlich immer noch dem Deep State gehören. Die Mainstream-Medien sind komplett gleichgeschaltet, weltweit. Und da kriege ich einen dicken Hals, je mehr ich diese fürchterlichen Vasallen auch sehe, gerade in der BRD, NGO BRD auch,
Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, ganz klare Entscheidung, eine Wahl von mir, mich mit Themen zu beschäftigen, wo wir selber in ein Gefühl von wow, Erkenntnis kommen. Ja. Wo ist das Böse? Wo hat es angefangen? Ob das das tausendjährige Khazarische Reich war? Wenn zum Beispiel ein Helmut Kohl mit bürgerlichem Namen Henoch Kohn oder Joshua Fischbein, Joschka Fischer, der den Schießbefehl im Kosovo gegeben hat, ja, all diese Menschen, warum tun die das? Wo kommen die her? Ja, und die haben dieses khazarische Blut, dieses Ashkenazi-Gen in sich. Und da genau setze ich an, da möchte ich forschen. Und was ich gestern hochgeladen habe, ich bin ja, wie du weißt, wieder mal das zweite Mal auf YouTube gesperrt. Das war der 8. Mai über die angebliche Befreiung, die nicht wirklich stattgefunden hat. Mhm. Allerdings wurde natürlich der sechsjährige Krieg beendet, in dem 55 Millionen Menschen ihr Leben ließen. Davon 28 Millionen die Sowjetunion. Die russischen Völker und der Rus, die waren den Deutschen immer sehr verbunden. Ja? Und immer wenn da richtig der Zar und auch der Kaiser, ja, zusammengehalten haben über viele Jahrzehnte, war Frieden in Europa. Und das gefiel den Zionisten nicht. Und da fingen sie an. Ja? Und eins, was ich dann wirklich auch ganz fein herausgefunden habe und auch schon 2013 war die Verfassung des preußischen Volkes 1851, die immerhin 62% der Deutschen ausmachen, dass der bürgerliche Tod, de minutio maxima, abgeschafft wird für alle, was denn 1871 auch geschah durch den Kaiser Friedrich Wilhelm. Also, das ist der Schlüssel, aus dieser Staatssimulation, aus dem Handelsrecht rauszukommen für uns. Das ist ein Riesenthema, wo ich auch Menschen sage, hey, was willst du da mit dem Grundgesetz? Dann hängen wir uns ein anderes Mäntelchen um und sitzen wieder in der Falle. Darum geht es genau hier. Genau. Ja? Und man hat uns ja so schön beigebracht, dass das ja alles ganz, ganz böse ist und ganz, ganz schlimm ist und wir uns am besten damit nicht beschäftigen sollten. Und wenn man es wieder umdreht, dann sieht man, dass man genau, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, einfach auch viel, viel klären kann. Ne? Das ist auf jeden Fall, weil wir suchen ja jetzt den Schlüssel. Wir wollen jetzt raus. Und es kann nicht Widerstand 2020 sein, eine neue Partei, eine neue Mitte, eine deutsche Mitte, wie auch immer du sie nennst. Ein Parteiensystem ist Kreisverkehr. Wir kommen da nicht raus. Wir kommen nur raus, indem wir die Souveräne, die Menschen, wir sind beseelte Wesen, wir sind nicht auf See verschollen. Hallo, hier sind wir, sehr lebendig, wir zwei. Ja, darum geht es genau, dass wir über das Staatsrecht, Menschenrecht, ja, das liegt da drüber, das Common Law, dass wir uns ermächtigen und dazu muss jeder Einzelne bereit sein, sich selbst zu ermächtigen, dass wir diese Schöpferkraft, die uns innewohnt, auch zeigen, dass wir diesen Maulkorb nicht umlegen und uns als Persona, Maske, ist übersetzt, ja, auch uns zeigen und sagen, ja, ich bin Sklave. Es braucht da einfach ein ganz krasses Umdenken und auch viele von denen, die jetzt aufwachen, schaffen das noch nicht. Ne? Also sie denken wirklich, dass sie durch eine neue Partei und so weiter und auch durch das nicht in die Vergangenheit schauen, das Ganze irgendwie hinkriegen. Allerdings ist das ja absoluter Quatsch. Also dieses neue Umdenken braucht es, weil alles andere quasi das alte System wieder bedient. Das zeigt sich sehr schön bei Donald Trump, der praktiziert das vor aller Augen der Weltöffentlichkeit, zeigt er es sehr schön. Handelsrecht draußen im Garten, wo sie dann auf ihren Stühlen sitzen, die Sklaven ohne Ketten, ja, wo er dann auch was kundtut. Und das, was im Staatsrecht angelehnt ist, wo er souverän seines Volkes ist, das findet im Weißen Haus statt. Da hat er auch schon die Farbe, auch die Fahne geändert und. Ja, also das ist wirklich so ausgeklügelt von der anderen Seite, so extrem perfekt aufgebaut. Da bin ich eben durch das Tavistock-Institut, Tavistock-Klinik, über all diese Konstrukte, Komitee der 300, du kannst dir nicht vorstellen, Nitya, in alle Bereiche des, wie ein großer Krake, haben sie verbreitet.
Genau. Viele sagen ja, es passiert nichts. Hörst du ja wahrscheinlich auch immer wieder. Ich sehe das Ganze absolut anders. Und gerade an der ganzen Thematik mit Trump und auch Q, wo wir ja immer mal wieder so ein Bröckchen vor die Füße geworfen kriegen, kann man ganz, ganz deutlich sehen, dass da doch sehr, sehr, sehr viel passiert. Wie empfindest du das? Ja, total. Ich bin nicht wie Catherine Turner, die ja auch einen wunderbaren Kanal hat, schon zwei, drei Jahre dabei. Oder wie jetzt zum Beispiel Falco Stölzel, um einige zu nennen, die die Q-Drops wirklich entschlüsselt haben, die up-to-date sind mit diesen Sachen. Ich bin eher, wie du schon sagst, seit einem Vierteljahr so in meinen Kaninchenbau rein und habe Q entdeckt für mich. Habe den Donald Trump 2016 eine Botschaft geschickt, als er gewählt wurde. Da bin ich morgens um 4, werde ich immer wach, wenn wichtige Dinge kommen. Ne? Wie mein Märchen, wow, dann schreibe ich es, morgens um 4 werde ich wach gemacht. Ja? Und dann sitze ich da und schreibe ihm einen Brief. Ja, das habe ich ihm geschickt, aus der Sicht einer deutschen Frau, aus der Sicht einer Mutter, und habe mich sehr gefreut, dass er gewählt wurde, weil ich wusste damals schon, wenn Hillary an die Macht kommt, dann haben wir echt die Arschkarte. Und ich habe einen Shitstorm losgelöst, das kannst du, das ich habe auf Facebook öffentlich gemacht, und ich weiß gar nicht, ob es das Video noch gibt. Da sitze ich mit so einem roten Strickkleidchen im Januar, im Winter 2016/17. Ja, und da habe ich ihm alles erzählt über den Kinderklau, über die Chemtrails, über Harp, und dass wir das alleine nicht schaffen und dass sie immer noch die Hauptverantwortung für uns, dem deutschen Volk, haben als Hauptsiegermacht, dass wir seit 100 Jahren keinen Friedensvertrag haben. Und wir nicht souverän sind, die BRD, selbst Sigmar Gabriel hat es in einem YouTube-Video gesagt, wir haben gar keine Regierung. Frau Merkel ist ja Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation. Und dann lachen sie alle auf dem SPD-Parteitag und die Nummer geht weiter. Ja? Also das ist genau der Punkt, wo du mit Q, Donald Trump, Wladimir Putin, mit Xi, mit Boris Johnson, mit dem Orban, mit Salvini. Ja, ich weiß noch nicht, wo Herr Kurz steht. Keine Ahnung, ich lebe ja gerade in Österreich. Ich habe einfach ein bisschen recherchiert und das sieht nicht so gut für ihn aus. Auch, mit dem Ibiza-Skandal, wo er dann eigentlich abgewählt wurde, dann als Corona anfing, wieder administratorisch eingesetzt wurde. Also er hat nicht so gute Karten. Ja, ich habe dann auch recherchiert, bei Soros spielt er auch eine Rolle. Der hat ja die Open Society Foundation gegründet, der Soros. Da hat er 16 Milliarden geparkt. Und eine der Hauptorganisationen für Europa hat er begründet, die European Foundation of, Council of European Foreign Resources, so hieß es, Foreign Relations. Da ist Joschka Fischer Mitbegründer und ein Herr Kurz wird für Österreich dort aufgelistet. Ja. Also alles, wenn man die Punkte verbindet, was mit George Soros zu tun hat, der Europa in den Dritten Weltkrieg stürzen wollte, mit der Ukraine, Krise, wo ein Vitali Klitschko als Bürgermeister von Kiew dankend den Ball aufgefangen hat von Soros und dieses Kriegsszenario mit unterstützt hat. Das alles fliegt jetzt auf. Genau. Ja, Biden, die kriegen das jetzt mit der Ukraine so um die Ohren. Und auch mit General Flynn, Obama geht, das fliegt denen jetzt alles um die Ohren. Und wir dürfen jetzt feiern. Wenn Sie sagen, wir haben noch nichts erreicht, sag mal, Fett, Besitzschatzminister, Nummer 1, Rothschild, Privatbank, entmachtet. Sofort, NESARA umgesetzt. Jeder Amerikaner bekommt aus dem Fonds dieser ehemals Federal Reserve, die jetzt Staatseigentum ist, Geld. Ja? Da sind wir noch Lichtjahre von entfernt. Absolut. Ja. Freie Energie, 1888, Nikola Tesla, lernte noch den Onkel von Donald Trump kennen, John Trump. Wow.
Freie Energie heißt, wir müssen Mutter Erde nicht mehr ausbeuten. Kein Erdöl, kein Gas, Erdgas, ja, dieses Fracking, das war auch so fürchterlich. Ganz Texas wurde zu einer Wüste da verunstaltet, ja. Und auch die australischen Brände haben damit zu tun gehabt, ja. Wo eine Milliarde Tiere ihr Leben ließen. Das inszenieren die einfach mal so. Für Macht, für Geld, für Traffic, für ihre Geschichten, um weiter, und vor allem die Bäume, weil die Bäume sind uns so verwandt, ja, über ihr Netzwerk sind sie connected, genau wie wir Menschen über unser Herz connected sind. Und diese Bäume, die haben, da werden wir noch, das Geheimnis der Bäume, ein wunderschöner Film, noch sehr viel Analogien zu uns erfahren. Und deswegen vernichten sie sie, weil wir, die Menschen, ihnen sehr ähnlich sind, ja. Das sind alles so Dinge, die mich beschäftigen, wo ich sage, wow, guck doch mal genau hin. Was haben wir alles schon geschafft? Ja, es ist ganz viel. Gerade diese... Die Kinder, die diesen Child Trafficking, er hat die Grenze dicht gemacht zu Mexiko, ja. Er hat die Kriege beendet. Wir haben keine Kriegsherde mehr. Stell dir das mal vor, nach 17, 18 Jahren Afghanistan-Krieg. Der Hauptgrund war der Mohn. Der genmanipulierte Mohn und der Child Trafficking. Ja, das ist unfassbar. Der Trump hat in kürzester Zeit eine Bastion des Deep States zusammen mit Wladimir Putin, der in seinem Riesenland auch die Oligarchen rausgefegt hat, Monsanto rausgefegt hat, alle NGOs rausgefegt. Ja, dann kriege ich immer noch Petitionen von AWAS und denke, hallo Leute, merkt ihr noch die Einschläge? Geistverkehr, ja? Du lachst. Ja, klar. Du bist gerade so richtig schön im Pfad. Ich finde das einfach herrlich, weil das ist genau diese Art und Weise, die ich an dir so unfassbar mag. Dieses natürliche, herzliche Menschsein und einfach Klartext sprechen. Das ist wunderschön. Aber wenn ich dich jetzt gerade so am Wickel habe, muss ich dich leider mal ein bisschen provozieren. Im Positiven, denn es gibt immer noch viele Kommentare, die auch unter meinen Videos kommen, wo die Leute sagen, warum machst du immer so viel Recherche nach Amerika und erzählst so viel über Amerika, aber warum bleibst du nicht in Deutschland? Warum keine Nachrichten oder so wenig von Deutschland? Könntest du den Zusammenhang erklären, warum Amerika für uns so wichtig ist und wir eigentlich ein Teil von Amerika sind? Ja, das ist ja nun unsere deutsche Geschichte. Wir, die Deutschen, da hat ja der Maas behauptet, wir tragen die alleinige Schuld am Zweiten Weltkrieg. Ja? Also der Adolf Hitler, wenn du so willst, war ein Instrument der Zionisten. Er hat sich instrumentalisieren lassen. Er wäre nie so weit gekommen, wenn Rockefeller und J.P. Morgan nicht mit ihren Banken ihm das Geld und das Erdöl geliefert hätten. Ja? Genau, ich glaube, das müssen wir nochmal ganz deutlich sagen, dass man nur an die Macht kommen kann, egal ob in der Politik, im Schauspielbusiness, Firmen und so weiter, wenn man nicht irgendwie mit denen verbunden ist. Ja. So ist das. Und da dürfen wir auch genau in Deutschland hinschauen. Die Befreiung kann nur von den Alliierten, von der Hauptsiegermacht kommen. Wir Deutschen dürfen trotzdem bereit sein und uns selber in die Wahrheit bringen. Was hat diese Regierung uns beschert seit 2015? Millionen von Flüchtlingen. Da könnt ihr alle gerne recherchieren. Thomas Barnett, die vier Flows. Wurde vom Pentagon rausgegeben, wahrscheinlich auch vom Tavistock, Komitee 300. Das ist ja alles sehr hierarchisch aufgebaut, wo die Thinktanks sind, wo die Ideen kreiert werden, was als nächstes propagandamäßig passiert, wie die Mainstream geschaltet sind. Das wird alles dort entschieden. Und wer sitzt dort? Also Friede Springer und Liz Mohn, der Mann von Liz Mohn, eine vom Bertelsmann-Konzern, die Chefin, sind Best Friends von Angela Merkel. Der Springer Verlag ist gerade von RKK übernommen worden. Wir dürfen gespannt sein. Er hat auch Teile von ProSieben und Sat.1 jetzt übernommen mit 5%, glaube ich. Das heißt, ein großer Teil der Ahnungslosigkeit ist geschuldet diesem Mainstream. Meine Geschwister sind auch davon betroffen, ja. Also sie glauben das, was in der Zeitung steht.
Und ich recherchiere sehr viel über Deutschland. Also wer meine Videos schaut, der kann sehr wohl dort lesen über verschiedene Impfgeschichten, wo die herkommen, Louis Pasteur, die Geschichte, zum Beispiel der Biotech, des Biotech-Unternehmens CureVac, wo ich dann die Verbindung herausgefunden habe zu dem Plotkin, wo du das Video kennst, wo er unter Eid aussagt. Und dann sagen Leute immer noch, wo hast du die Beweise? Ich lege das Video drunter. Birgit Doll, wo sind die Beweise? Hallo, was denn noch? Ich war nicht dabei, als sie die Föten zerschreddert haben. Und dann fragen sie auch noch, auch die Hirnanhangsdrüse, auch die Lunge? Und der Typ sitzt da und sagt, rotzfrech, eiskalt, wir haben alles abgeerntet. Babys. Ja, wie waren das nochmal? Ich hatte auch irgendeine Zahl im Kopf. War das irgendwie 76.000? Nein, 76 Föten in einer Studie. In einer Studie. Genau. Und es geht in die 60er Jahre zurück. Jetzt musst du dir vorstellen, das ist eine Riesenindustrie, ein Riesengeschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell mit Babys, mit Föten, geht in die Plazenta, in die Kosmetikindustrie, geht sogar so weit, dass Menschen es essen, weil sie es nicht wissen. Da bin ich gesperrt worden, das erste Mal. Bei Abraham Finkelstein finde ich Pinkelstein besser, weil dieser Herr hat nämlich genau das bestätigt. 200.000 bis 300.000 sind verarbeitet worden bei McDonald's. Also nicht ich habe es gesagt, sondern ein Rabbi. Und das sind einfach Dinge, die ich weitergebe. Das hat jetzt nichts mit Interpretation zu tun, das sind Fakten. Und dieses Video habe ich halt drunter gelegt. Und wenn man dann da so reingeht, in das Modell des Antichristen, wo sie überall reingegangen sind, mit Monsanto, mit den Genmanipulationen. Und es geht so weit, dass dieser Plotkin Berater ist der Firma CureVac, dessen Hauptsponsor und Eigner Dietmar Hopp ist, der Mäzen des Fußballs von Hoffenheim, der da 80 Millionen reingepackt hat. Und die sitzen halt in Tübingen. Und die arbeiten ganz rasant an diesem Impfstoff, dem wir dann übergeben werden sollen. Ja? Und da spricht doch einer von dieser Firma, einer der Chefs, von der sogenannten Messenger-RNA. Eine mRNA aus unserem Gen, aus unserem Erbgut. Kannst du das vorstellen? Wie weit wir schon sind, wie weit wir die Menschen es zugelassen haben. Und da sind wir schlussendlich auch wieder dabei, bei den Menschen, die halt sagen, sie wollen davon nichts wissen und sie wollen auch nicht hinhören und sie wollen sich damit nicht beschäftigen. Wenn ich nicht weiß, was alles so um uns rum ist, dann kann ich es schlussendlich auch nicht verhindern beziehungsweise dagegen etwas zu unternehmen. Es ist also ganz, ganz, ganz wichtig, da hinzuschauen und auch seinen Horizont zu erweitern. Und wir alle können es verstehen, wenn plötzlich die Sprache von Reptiloide oder was auch immer ist, dass es eine schwierige Kiste ist oder auch in andere Sachen. Trotz alledem heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt und dass es wichtig hinzuschauen. Ne? Ganz klar. Aber ich glaube, dass die Menschen per se eine gute Veranlagung haben. Dieses Reptiloide, dieses Reptilienhirn, was jedem ja auch angehört, wo auch bestimmte Anlagen auch bei dir und mir sind, wo wir vielleicht mit Flüchen oder richtig auch sauer sind, dürfen wir ja auch, dass das ausgeprägt ist bei vielen Menschen und dass die Angst die von der Liebe trennt und die Angst ist immer reaktiv. Das heißt, sie kommen nicht in die Aktion, sie bleiben in der Reaktion. Sie würden, weil sie es nicht wissen, es macht ihnen sehr Angst, das, was wir sagen, und deswegen gehen sie in das Ignorieren und möchten ihre alte Welt behalten. Also jetzt, heute würden, ich sag mal, 2/3 der BRD-Bürger, die diese Regierung wieder wählen. Und das glaube ich auch. Das ist sehr schockierend. Das, für die, ist es, die einen Spaziergang machen.
Und die Menschen. Genau. Du bist ja jetzt auch sehr aktiv mit den Spaziergängen. Ich bekomme das ja auch mit, wenn wir am Wochenende mal kurz miteinander sprechen. Dann erzählst du und schickst auch kleine Videos. Wie ist das für dich? Wie empfindest du die Spaziergänge? Es erinnert mich an Cottbus 1989. Wir sind das Volk. Da war meine kleine Tochter 4 Jahre alt, meine große war 11. Und die Kleine habe ich dann immer mitgeschleppt, weil ich hatte niemanden, mein Mann hatte irgendwie Fußball und so. Ja, das ist schon mächtig, dieses Gefühl, du bist nicht alleine, du hast Gleichgesinnte. Es macht ein sehr, sehr gutes Gefühl von dieser Macht, die uns innewohnt, wenn viele das Gleiche wollen. Und das habe ich in München erlebt. Es war großartig, es war ein sonniger Tag und die schönste Sequenz war, als 3, 4 junge Mädchen gemeinsam mit mir performt haben nach Michael Jackson und auch nach Xavier Naidoo, hatten so einen kleinen Lautsprecher mit, wir haben gesungen, getanzt und die Polizisten haben ihre schwarzen Helme abgenommen und ganz sie toll. Haben uns zugelächelt und deswegen uns auch wirklich hüten vor Pauschalierung und diese Remonstrationspflicht, dass wir sie erinnern, dass sie wählen dürfen, ja, dass sie wählen dürfen. Sie sind keine der Willkür ausgesetzten, verlängerten Arme einer volksfeindlichen Regierung, da steckt das Wort Gier auch drin. Sie können sagen, nein. Das war's. Wir werden bald ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Wir haben richtig viele Quellen. Das deutsche Volk hat, wenn man die geheime Kanzlerakte kennt, wie ich, von Egon Bahr, die alle Kanzler unterschreiben mussten, bevor sie überhaupt gewählt wurden als Kanzler. Einer wollte es nicht, das war der Willy Brandt alias Herbert Frahm. Und er ist aber gezwungen worden, man ist ja erpressbar. Ne? Und da stehen 3 Punkte drin. Die haben sie alle unterzeichnet. Und ich kann mir vorstellen, Frau Merkel, Herr Kohl, zack, zack. Ja? Also erstens, Deutschland bleibt bis 2099 ein besetztes Land. Zweitens, die Medienhoheit bleibt bei den USA, sprich CIA, also bei den USA, Hauptsiegermacht. Und der dritte Punkt war, die Goldreserven, immerhin 3200 Tonnen der Deutschen, bleiben bei den USA und den Westalliierten, Frankreich, England. Ja? Aber der Hauptanteil ist in den USA. Ja, und wenn wir mal so überlegen, was wir an Reparationen bezahlt haben, wie man uns gemolken hat, jetzt mit den Flüchtlingen auch, deswegen Thomas Barnett, bin ich von abgekommen. Also Kriegsherde erschaffen ist der Floh 1 und Flüchtlingsströme Floh 2. Also der Dieb ruft, haltet den Dieb. Ja. Der Al-Qaida, da stellt sich Hillary Clinton hin und sagt, den haben wir kreiert, genauso wie ISIS. Also sie kreieren es, diese Waffen werden hier produziert. Die BRD ist drittgrößter Waffenexporteur und dann wird es in Konfliktländer gebracht. Ja? Leopardenpanzer nach Saudi-Arabien. Da hat ja Sarah Wagenknecht doch ganz ordentlich mal gesprochen von den Linken. Aber ob links, ob rechts, ob Mitte, ich sage dir, Parteiensystem. Ist alles das Gleiche. Genau. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Spaziergänge. Du bist ja von Anfang an jetzt dabei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Kannst du eine Veränderung wahrnehmen? Und wenn ja, wie sieht die aus? Ich war beim zweiten Mal überrascht, dass natürlich viel mehr Menschen auch da waren und dass die Polizisten in München zumindest einfach ein bisschen verhaltener waren. Es waren auch Ausfälle, wo sie dann noch anders ausgestattet waren. Es waren mindestens 10, 20 Einsatzwagen da. Das macht schon Angst, ne? Wie die dann mit Tatütata da angefahren kommen und die stellen sich dann, und dieses Schwarz, das ist ja nicht mehr Deutschland. Das ist ja von der Europazentrale, die haben ja gar keine Beziehung dann mehr zu ihrem Land. Also man weiß nicht, wer in dieser Uniform steckt, ob das überhaupt noch ein Deutscher ist. Ja? Und was ich merke, ist, dass außerhalb dieser Reden, auch in Hamburg, wo mein Zuhause ist, meine Tochter hat mir viele Videos rüber geschickt, ein großes Sich-Trauen passiert, wo Menschen ans Mikrofon gehen, ihrem Unmut auch Luft machen und einfach geht's keine Chance, große Plakate tragen und einfach mutig auch sind. Das gefällt mir. Ja.
Du hast bestimmt sehr interessante Gespräche auch führen können dort mit den Menschen und vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung der Menschen beobachten können. Ich sag's jetzt mal. Also nimmst du so einen Sprung wahr? Weil das ist das, was ich so fühle, dass am Anfang die Menschen noch so verhalten waren und plötzlich wirklich zumindest in diesen Gruppen, also auch wenn es insgesamt noch nicht ausreicht von der Größe, aber in dieser Gruppe selber ist es so extrem geworden und die Leute sind so viel klarer geworden. Und was ich auch so faszinierend finde, ist dieses Gemischtsein des Alters. Also es sind wirklich Teenager, die ihren Eltern alles erklären, wie es läuft. Und es sind aber auch wirklich ältere Leute, die, wo du denkst so, wow, das ist wahnsinniger Respekt. Ich habe letztens ein Foto gesehen von einer Frau, die muss doch bestimmt Mitte 80 oder so gewesen sein und stand da und hat mitgemacht. Also großartig. Wie empfindest du das? Ja, das ist sehr bereichernd, dass es generationsübergreifend ist. Die Mädchen waren so Mitte 20, höchstens 30. Die Mama stand daneben, die hat uns da versorgt mit Wasser und Brezen. Und es war eine sehr schöne Herzensenergie. Es war nicht getragen von Hass und Frust, sondern es war etwas, was uns Menschen verbindet. Und ich glaube, das war der Impuls für die Polizisten, so zu reagieren. Ja? Also, dass man ihnen mit Respekt begegnet und sagt, hey. Und ich habe dann mich getraut, in der kleinen Gruppe, ein bisschen abseits von dem Tumult, sie direkt anzusprechen. Ich habe mich ziemlich dicht rangestellt und habe gesagt, wir erinnern an die Bilder in Italien, als die italienischen Polizisten ihre Helme abgenommen haben und das Volk rechts und links begleitet haben und vor und hinter dem Volk. Und wir geweint haben, als wir die Bilder gesehen haben. Ja. Und dass ihr euch die Frage alle stellt, die ihr auf der anderen Seite ja steht, schwarz, ja, erhebt ihr euch gegen euer eigenes Volk? Das ist die Frage. Wenn ich jetzt die Nachricht höre von einer Freundin, die mir das gerade geschickt hat, am 20. Mai hat der Innenminister entschieden, dass die Bundeswehr gegen das deutsche Volk sich stark macht, gegen Verweigerer, die keinen Mundschutz tragen wollen, gegen. Ja? Also das ist etwas, was mir widerfahren ist, auch an der deutsch-österreichischen Grenze, wo österreichische Zöllner mich dann wirklich mit Fieber am Kopf, da mir musste ich mein Käppi abnehmen, wo ich ihn angucke und sage, ihr wisst, was ihr da tut, oder? Ihr wisst, welchem Herrn ihr dient, welcher Lüge. Ja, wir machen nur unsere Arbeit. Ja, genau. Genau, Adolf, ne? Wir machen nur unseren Job. Und da habe ich ihn nur ganz lange angeschaut und habe gesagt, Junge, denk mal drüber nach. Weil wenn der Schießbefehl käme oder schlagt auf die Leute ein, würdest du auch tun. Ja? Und dann überleg mal, was für eine Lüge hinter dieser Pandemie steckt. Das Internet ist voll. Du kannst wählen. Ja? Also die Leute sollen mir nicht so kommen, ich habe es nicht gewusst. Gibt's nicht mehr. Das kann man heute nicht mehr verleugnen. Das ist eine Begegnung. Ich sitze also dann im Zug von München heim und ich sage dir, du ziehst Gleiches an. Ich bin in einem Abteil ganz alleine. Es sitzt ein Schaffner, ein junger Schaffner da. Wir alleine, er Mundschutz. Ich sage, kannst du abnehmen? Er nimmt den ab und ich sage dir, seit 6 Jahren in der Spur, kommt aus dem Kosovo, heißt Astrid, eigentlich ein Kindermädchenname. Und ich habe mich so gefreut. Wir haben uns über den Schießbefehl natürlich im Kosovo. Er hat mir seine Geschichte, seine Familie erzählt. Also da merkst du, wie wir verbunden sind, wir die Menschen. Und das ist etwas, wo, wenn du nicht sprichst, dann ist diese Begegnung nicht da. Und wenn du sprichst, weil du dich zeigst, dann ist sie da. Und darum geht es. Genau. Das und mit dem Maulkorb kann man natürlich uns schön das Sprechen, das Kommunizieren verbieten. Ja. Wie gesagt, die Maske, Persona. Glaubst du, wenn einer fängt ja damit an, du hast mir ja auch die Bilder von München auch geschickt, wenn die Polizei, wenn überall die Polizei so reagiert, dass sie die Helme abnimmt und nicht mehr gegen das Volk geht, glaubst du, dann ist der Zeitpunkt, an dem wir gewonnen haben? Also, es fängt im Kopf an, im Herzen.
die Einstellung jedes Einzelnen. Das ist eine Wahl, die jeder Einzelne hat. Und wir können nicht für andere, also wir haben ja vorher erwähnt, dass 2/3 der Deutschen diese Regierung noch wählen würden. Ja. Also der Hajo Hans-Joachim Müller, der ja die Tageskorrektur und Denkwerk wunderbar gestaltet mit Daniel, er sagt, wir bräuchten allein in Deutschland 2 Millionen. Wir sind derzeit vielleicht, wenn es hochgerechnet wird, in dieser Zeit 200.000 gewesen insgesamt. Mhm. Wir sind erst ganz am Anfang. Andererseits glaube ich, dass wir nicht aus eigener Kraft es schaffen, sondern dass die amerikanischen Militäreinsätze bereits unterwegs sind. Es sind viele Truppenübungen, viele Bewegungen auch im Militär, auch oberhalb und auf den Straßen zu beobachten, in vielen Städten. Und ich glaube, das wird greifen. Sie haben ja die geheime Konferenz gehabt auf der Krim. Und da wurden ganz bestimmt diese Punkte besprochen. Weil die BRD ist das Dreh- und Angelkreuz. Da ziehen sie noch ihr Geld raus. Du hast gehört, was sie noch für die WHO und dies und das. Und dem gilt jetzt die gesamte Aufmerksamkeit. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Hier sitzen die Vasallen, die auch in der EU sitzen. Und immer noch das Drehkreuz drehen. Weil sie glauben, es geht so weiter. Geht's? Ja, also das weiß Putin, das weiß der Donald Trump und deswegen wird es bald hier zur Sache gehen. Und dann sind wir natürlich gut beraten, wenn es sich andeutet, dass wir dann zu Hause bleiben. Ja, oh ja, auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Das heißt also, wir bräuchten eigentlich noch mehr Menschen, die aufwachen. Das schlussendlich, da hängen wir natürlich wieder bei dem Thema Medien fest, ne? Durch die, also es ist schon krass, wie extrem die Meinungsmache in den Medien ist und wie doch döller, also wie die immer mehr nach uns ausschlagen. Ich habe gestern ein Video gesehen, ich weiß allerdings gerade nicht, ob das jetzt echt war oder nicht echt war, weil ich habe nicht unter dieser Telefonnummer angerufen. Ein Werbefilm, der an Kinder gehen soll, wo es heißt, und daran erkennst du, ob deine Eltern Verschwörungstheoretiker sind. Und wenn deine Eltern diese Worte benutzen, dann ruf bitte diese Telefonnummer an. Ja. Es ist, ich gebe da keine Energie rein. Also ich lese das und ich, weißt du, im asiatischen Kampfsport, da tritt der zur Seite oder geht mit der Faust. Also wenn du da reingehst und wieder dich rechtfertigst, dich dazu äußerst, ich habe da keine Lust drauf. Ich gucke diese Posts auf Facebook und ich teile sie nicht weiter. Außer, dass ich jetzt heute einen weitergepostet habe, weil ich da einen Kommentar hingeschrieben habe. Petra Henning heißt dieser Schmierfink. Ja? Und diese Dame, die wird sich auch verantworten müssen für das, was sie da geschmiert hat, als Gehaltsempfänger einer gekauften Zeitung, die immer noch im Besitz der der Drahtzieher ist, nicht, dass du wieder gesperrt bist. Ja, also der Mainstream ist noch nicht ganz übernommen, das ist leider so und deswegen sind viele noch recht blauäugig unterwegs. Und nicht verkennen, dass der Krieg, der Infokrieg, in den Social Medien stattfindet, dass mehr und mehr Menschen erwachen, die wir abholen. Und gerade wir Frauen, die diese weibliche Energie haben, wir sind sehr wichtig in dieser Zeit, weil es geht nicht nur um das kämpferische Moment, um diese Obama-Gate-Erklärung oder, sondern es geht wirklich darum, die Menschen abzuholen, zu sagen, hey, trust the plan, vertrau, fühl mal rein, es kann doch nicht so weitergehen. Es braucht einen Shift, nicht mal einen Change, einen Shift. Ja. Die gesamte Gesellschaft, das braucht. Ja. Und wir haben die kritische Masse schon lange erreicht. Ja, davon gehe ich aus. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass mir klar geworden ist, dass der Krieg auch unter der Erde stattfindet. Mhm. Dass es nicht nur in den USA Riesendumps gibt, also die 1 Billion Dollar kosten eine Stadt. Dass nicht umsonst Stuttgart 21, Berlin, Flughafen so teuer, auch Hamburg, Elbphilharmonie so teuer waren, weil dort unter der Erde Riesenmilitärbasen sind.
Und wir können davon ausgehen, dass hier auch Monarch und MK-Ultra-Programme laufen. Ja, definitiv. Dass diese Flüchtlinge, Tüdelchen, wirklich Schläfer, etliche Schläfer dabei sind, die auf Kommando töten. Ja? Und deswegen finde ich Corona einerseits gut, weil diese False Flag nicht stattfinden konnten, weil die Kinder zu Hause waren, weil die Jugendlichen nicht in den Universitäten waren. Darauf hätten sie gewartet, wieder eine False Flag vom Zaun zu brechen. Wie 9-11, wie Pearl Harbor, wie sie Boston Marathon. Sie haben es da in Paris, Notre Dame. Immer spielen sie dasselbe Spiel. Das ist so durchschaubar. Ja? Und ich muss nur sagen, für mich ist Corona eine Zeit der Befreiung, der Einkehr, des sich bewusst machen selber. Worum geht es jetzt? Worum geht es für mich ganz persönlich? Wofür stehe ich? Wo sind meine Werte? Ja, und dass meine Familie beschützt ist, auch wenn wir meckern, kein Geld, keine Infrastruktur, es läuft gerade gar nichts. Wir dürfen vertrauen, dass dieses Gesara weltweit greifen wird, dass nie mehr ein Mensch hungern wird, wenn Jean Ziegler ein Buch schreibt, wir lassen sie verhungern. Alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Es ist doch da genügend für alle. Und wenn jetzt die Jesuiten, jetzt der Chef der Jesuiten, der Papst, arrested ist, wenn das Blutgeld der Kirche, und das ist nicht wenig, verteilt wird für alle Menschen, was glaubst du, wie reich die sind? Da gibt es 3 Teile. Blutgeld der Kirche, hört euch das mal an auf YouTube. Wow, die haben allein in Rom 2000 wunderschöne Paläste, nur an allein an Gold. Also da gar nicht in die Angst gehen, wir haben unser Einkommen nicht mehr, unsere Firma läuft nicht mehr. Es werden neue Dinge entstehen. Genau, das ist noch das alte Denken, ne? Also diese Angst davor zu haben, kein Geld zu haben, das bedient alles noch das alte System. Und schlussendlich muss man ganz klar sagen, verhungert ist keiner in Coronas Zeiten. Und es passiert ja auch im Außen ganz, ganz viel, dass die Leute anfangen, sich auch wieder gegenseitig zu helfen und eigentlich auch die Menschlichkeit schlussendlich wieder entdecken, wie du ja auch erzählt hast, als du bei deinem Spaziergang warst, als die Mutter da mit Brezel und mit Wasser euch versorgt hat. Und das ist ja eigentlich auch das natürliche Sein des Menschen, ne? Ja, sehr schön. Viele haben jetzt die Möglichkeit, in sich zu hören und zu überlegen, ob das, was in den Medien ist, wirklich stimmt und die Erfahrung zu machen, dass es eigentlich vollkommen unwichtig ist, wer was erzählt, sondern dass das ganze Wissen immer in jedem Einzelnen von uns ist. Es gibt natürlich immer Inspiration, so, das ist nicht die Frage, aber schlussendlich, wenn man in sich hineinhört, weiß man immer ganz genau, was ist die Realität und was ist nicht die Realität. Genau, und wirklich auch bei mir, ich beobachte das selbst. Wenn ich aus meiner Mitte herausgezogen werde, dann ganz schnell schauen, was ist die Ursache, was triggert das? Ne? Und immer wieder dieses in das Aufbauende, in das Nährende hineinzugehen, in das Vertrauen. Und dann bekomme ich da gestern, die hat einen Post drunter gesetzt unter ein Video, darf ich dich anrufen? Ich habe da eine ganz große Frage, richtig eindringlich, habe ich ihr ausnahmsweise kurz meine Telefonnummer gegeben, wieder dann gelöscht. So gleich danach rief sie an, um mir zu erzählen, dass der Donald Trump einfach die Vorstufe vom nächsten Beast-Szenario ist, ja, Teil des Bösen. Und dann, weißt du, solche Leute dann, ich sage dann zu ihr, wie viele Beweise brauchst du denn noch? Genau. Gespräch auch beendet, weil ich habe da auch gar keine Lust drauf. Ich glaube, dass man vielen Leuten, also dass eigentlich, wenn man die Augen auf hat, die Beweise sind überall, die sind so extrem offensichtlich. Also das ist, liegt so auf der Straße. Und wer jetzt immer noch nach Beweisen schreit, der schreit auch nach Beweisen, wenn man es ihnen auf die Stirn tätowiert. Ja. Ja, du kannst auch die Gegenfrage stellen, hast du einen besseren Plan als Donald und Xi und Putin? Hast du einen besseren Plan? Möchtest du dich verwursten lassen? Wenn die Clinton dran gewesen wären mit Obama, Friedensnobelpreisträger, die hätten uns alle verwurstet. Friedensnobelpreisträger, das ist schon... Ja, alleine. Monsanto hat den Gesundheitsnobelpreis weltweit bekommen, den Weltgesundheitspreis. Sie verkehren alles, das muss den Leuten doch mal klar sein.
Aus der Lüge machen sie die Wahrheit, aus der Wahrheit die Lüge. Der Dieb haltet den Dieb. Und wenn wir jetzt noch eines dieser Muster, wie die die Welt beherrscht haben, These, Antithese, Synthese, das zieht sich durch Jahrhunderte so durch. Kommunismus, Kapitalismus, Synthese. Moslems, Christen, zack, Synthese. Das ist immer das gleiche Spiel, ja. Immer hauen sie und sie fördern beide Seiten. Ja, das ist mir auch so offensichtlich geworden. Ich bin in der DDR groß geworden, Marxismus, Leninismus, ja, Pionier, FDJ, das volle Programm. Und mein Vater, wie gesagt, Kommunist. Das Marxismus, Leninismus, ja, das waren Freimaurer. Die haben richtig Kohle gegeben, dass sie diese Ziele, diese rote Armee-Fraktionslinie durchziehen, ja. Und wenn wir gucken, RAF, wo die alle herkommen, ja, wo die Anfänge sind, geht alles dahin zurück. Die Bolschewiki wurden finanziert von der Seite, die auch Hitler finanziert haben. Also, so offensichtlicher geht es ja nun nicht. Und der Donald Trump macht einen Riesenjob. Wisst ihr, ich habe seine Antrittsrede, ich habe viele seiner Reden mir angehört. Er ist ja so authentisch, ja, und als er das hat, dass Millionen Kinder es nicht geschafft haben, trotz Sauerstoffmasken. Da saß er an seinem Schreibtisch, so. Und alle seine Crew haben die Hände auf ihn, auf seine Schultern gelegt. Und er hat geweint und hat gesagt, ich wusste, dass der Sumpf tief ist. Aber dass er so tief ist, never ever habe ich das geahnt. Ja? Und wenn dann solche Leute mich dann noch anrufen, dann sage ich, weißt du was, verpiss dich. Entschuldige, ist sonst nicht meine... Nein, das ist alles gut. Vielleicht ist es hier an dieser Stelle auch nochmal wichtig, darauf einzugehen, warum diese Dinge nicht veröffentlicht werden. Also beziehungsweise warum wir, wo wir tiefer schauen, das wissen und auch durch die Blume quasi das ablesen können. Aber warum der normale Corona-Gläubige quasi oder nichts davon erfährt. Ja, weil es unfassbar, unvorstellbar schlimm ist. Weißt du, ich habe heute der Sido, der ist interviewt worden zu den Nachrichten zu Xavier Naidoo, wie, wo er steht. Und er hat gesagt, Respekt, ja, es gibt dieses Adrenochrom und es nehmen Menschen und dafür sind auch etliche Kinder wohl gestorben. Aber er möchte da nicht tiefer rein in diese Materie. Und das ist wohl richtig, was der Xavier da sagt. Da hat er heute im Medien Shitstorm losgebrochen, Bild alles, sich über ihn gestürzt, über den Sido. Du kannst davon ausgehen, dass dieses Prozedere, was dort in Amerika hochploppt, auch hier ist, in allen Ländern, wo sie ganz oben mitspielen, das gehört zu ihren satanischen Ritualen dazu. Sonst gehören sie gar nicht dazu. Ich glaube, dass Deutschland ganz, 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 ganz weit oben ist. Ja, das glaube ich auch. Und nicht umsonst ist der Tillmann auch schon in Quarantäne und ein Oliver Pocher, der auch noch die 6 zeigt hier. Ja. 3x die 6. Das ist das Zeichen des Biest. In der Offenbarung des Johannes 13 steht es in der Bibel. Und das ist Satan Baphomet. Ja, also was braucht man dann noch? Ich habe gestern ein Video geteilt über die satanische Musikindustrie in den USA. Aber ich glaube, die ist auch bei Tillmann und Wacken. Ja, da haben sie den Baphomet als Logo, Wacken-Konzert. Da fahren Millionen von Jüngern hin. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viel Satanismus, wie viel Dunkles sich hier breit gemacht hat, der Antichrist. Wir haben so viel Arbeit vor uns. Ja, so viel Arbeit, dass der Christ, der Lichtvolle, sich so stark machen muss, weil das ist wirklich Trümmerbeseitigung. Das ist wie nach dem Krieg. Da sind so viele Trümmer in den Köpfen, in den Herzen der Menschen. Und jeder ist da aufgefordert, sich mit einzubringen, mit seinem Herzen, mit seinem Lichtvollen. Das ist ganz wichtig. Das ist meine Botschaft, die wichtigste heute hier. Ja, ganz toll, ganz, ganz toll. Also bedeutet schlussendlich, wir kriegen davon nichts in den Medien mit, weil natürlich das auf der einen Seite noch der Versuch ist, dass die nicht Aufgewachten weiterschlafen und weil auf der anderen Seite es einfach für viele nicht zu ertragen ist, wenn es... Ja, aber ganz ehrlich, Nitya, wenn eine Marina Abramović 4 Jahre in der BRD
an der Kunst, an der Hochschule für Kunst in Berlin unterrichten darf. In der BF. Während sie 2 Jahre in Hamburg war, an der Hochschule für Künste, dass sie ihr Gedankengut, ich habe ein ganzes Video über Marina Abramović gemacht, ja. Also, wenn so ein Mensch sein satanisches Sein unter die jungen Menschen bringen darf und jetzt nach München kommt, um dort eine Performance noch zu halten, in Zeiten wie diesen, dass da nicht ein Aufschrei durch die Menschen geht. Das wundert. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich war auch sehr, sehr blind. Und wenn man durch die Gegend läuft, man muss sich ja nur mal die verschiedenen Kirchen und so weiter angucken, sind ja doch überall ganz ziemlich eindeutige Bilder und Figuren und so weiter zu sehen. Oder auch im Central Park, wo es die bestimmten Figuren gibt. Eigentlich ist es, in Österreich habt ihr ja auch so einiges, was da ziemlich offensichtlich ist. Es gibt es ja eigentlich überall. Ich bin da auch vorbeigelaufen und habe das nicht registriert und nicht gesehen. Ich habe es überhaupt nicht. Ich fand das nie schön. Das, was ich noch sagen möchte an der Stelle, ist wirklich der Phallus. Also du kennst die biblische Geschichte von Kai und Abel, wie der Bruder den Bruder tötet. Und dasselbe ist mit Seth und Osiris passiert. Und als Seth seinen Bruder Osiris ermordet hat, hat er ihn in 14 Teile zerlegt. Und die Frau, die Isis, hat ihn zusammengefügt und der Phallus fehlte. Und diesen Phallus, ich meine, das ist ein krasses Thema, den trennen sie Jungs, wenn sie jagen, ab. Und dieses Phallus-Symbol sind Obelisken, die fast in allen Orten der Welt stehen. Sie verhöhnen uns. Ja, sie verspotten uns, indem sie ihr perverses Werk demonstrieren. Ja, diese okkulten Zeichen uns einfach so, ja, die Goyims hier, ja. Und da müssen wir genau hinschauen, wie du sagst, und sagen, wir möchten, das wird, muss, weiß ich nicht, umfunktioniert werden, keine Ahnung, ja. Als ich mich mit dem Thema Gu beschäftigt habe, über Kauzweller, das war auch sehr krass, dass unter allen Kirchen dieses Gu, das ist ein Öl, was deswegen haben sie die Falklandkriege geführt in Argentinien, glaube ich. Die Falklandinseln liegen, glaube ich, vor Argentinien, kann es sein? Die Falklandinseln. Und da war dieses Öl und man hat dem dämonische Kräfte zugesprochen. Dann haben die Briten damals den Krieg inszeniert, um da ranzukommen. Und du glaubst nicht, die haben das auch mitgenommen und haben 23 Wissenschaftler haben sich selbst ermordet, sich selbst umgebracht, stranguliert, wie kann man sich selbst, also die damit gearbeitet haben. Also diese Energie hat sich gegen die Menschen dann gewandt und dieses Gu, dieses Öl, das ist unter jeder Kirche. Das sind magische Steine. Und der Kauzweller geht sogar noch einen Punkt weiter und sagt, selbst die Erde hat einen Gürtel aus diesem Material. Ja, also wir können uns aus diesem Gefängnis, dem Inneren und dem Äußeren, nur befreien, indem wir in diesen Urchristenmenschen uns wieder sehen, in dieses, die Menschen sind doch viel stärker als das Dunkle. Absolut. Und dann hat das Dunkle überhaupt gar keine Macht über uns. Ja? Die Leute fragen mich auch, sag mal, Birgit, du traust dich das und ich bete für dich und ich sage, geh aus dem Haus raus, du darfst mir gerne Liebe und Licht schicken. Ja, das ist nicht der Dienst, den man uns dann erweist, dass sie Angst um uns haben, sondern in der Freude sind. Ja, weil je mehr wir werden, desto besser, die sich trauen. Was sagst du dazu? Fällt mir gerade dazu ein, es gibt doch noch einige Menschen, die sagen, Jesus wird kommen und Jesus wird uns erretten. Wir sind jene, auf die wir gewartet haben. Absolut. Genau, wir können noch lange, lange miteinander reden.
Ich denke, für heute darf es erstmal vorbei sein. Wir haben vor, öfter jetzt solche Talks zu machen. Heute war so ein, so ein Talk, erstmal um reinzukommen, und dann wollen wir später uns mehr auf einzelne Themen auch fixieren. Also ihr werdet in der nächsten Zeit öfter die Birgit hören. Ihr könnt auch gerne natürlich Fragen schicken, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, was ihr gerne wissen wollt. Einfach schreiben, in die Kommentare schicken oder per E-Mail, wie auch immer ihr wollt. Und dann, ne, können wir uns das, oder kannst du gerne natürlich mit Freude, so wie ich dich kenne, dich darum kümmern. Ansonsten weitere Informationen. Birgit ist erstmal gesperrt gerade aktuell auf YouTube. Ich werde ihre Videos wieder auf meinem Kanal teilen. Werde trotzdem aber die Links zu BitChute von Birgit und Telegram von Birgit mit unten reinpacken, so dass du sie auf jeden Fall erreichen kannst. Ja. Genau. Und noch mal eine Frage, was hast du für Projekte jetzt noch vor? Hast du jetzt schon Themen bei dir auf dem Schreibtisch, die du gerne abdrehen möchtest? Ja, ich habe ja gestern mein Video hochgeladen, das schicke ich dir dann auch gerne, zu Georgia Guidestones, zu George Orwell, Huxley und die Skull and Bones, was sie miteinander verbindet. Das ist wirklich dieser eine Satz, der dort in 12 Sprachen auf den Steinen in Georgia steht, halte die Menschheit unter 500 Millionen, und da finden wir uns dann wieder bei Bill Gates und dann schließt sich der Kreis. Das wird das Thema demnächst sein. Und ja, und dann werden neue kommen. Robert Koch, sehr interessant. Ja. Ja, wo es um das Robert-Koch-Institut geht, nach ihm benannt, welche Rolle er gespielt hat, wo man dann auch, wenn man recherchiert, wieder bei der Eugenik landet. Und wenn man dann das Wort Eugenik ein wenig auseinandernimmt, das wird so der nächste Vortrag sein. Ja, da schließt sich wieder der Kreis. Es ist doch alles immer eine Suppe. Grütze. Oder Grütze. Ja, oder auch so. Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, und ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Schickt uns. Ja, danke, gleichfalls, und ja, bis dahin. Tschüss. Ja.